KI ist kein reines Zukunftsthema, wir sind eigentlich jetzt schon voll im Doing. Mein Name ist Franz Pfister, ich bin Mediziner, habe einige Jahre in der Klinik gearbeitet und dann meinen Fokus und Schwerpunkt auf die künstliche Intelligenz gelegt. Noch einen Master im Bereich Data Science gemacht, bin jetzt seit vielen Jahren an dieser Schnittstelle Medizin und KI tätig. Es macht mir extrem viel Spaß, an dieser Schnittstelle Synergien zu erkennen und dann mit unseren Teams umzusetzen. Gleichzeitig bin ich CEO der Firma DeepSea. Und wir sind genau an dieser Schnittstelle tätig und bauen eine KI-Plattform für die Radiologie, mit der wir KI-Medizinprodukte in den radiologischen Workflow mit nur einer einzigen Installation integrieren können. In der Radiologie ist es so, dass die Nachfrage nach Untersuchungen, Röntgenuntersuchungen, CT- oder MRT-Untersuchungen beispielsweise, extrem ansteigt. Die Anzahl der Radiologinnen und Radiologen ist aber relativ konstant. Das führt natürlich zu einer gewissen Herausforderung für die Ärztinnen und Ärzte, die Qualität und die Behandlungsqualität entsprechend hochzuhalten. Und künstliche Intelligenz kann wirklich ein maßgeblicher Innovationstreiber sein, um Radiologinnen und Radiologen dabei zu unterstützen, akkurater, effizienter zu werden und letztendlich die Behandlungsqualität und die Patientenbehandlungsqualität zu optimieren. Ganz wichtig für uns auch zum Verständnis war, wie der aktuelle Workflow von Radiologinnen und Radiologen heute funktioniert. Und erst als wir das richtig gut verstanden hatten, war es uns möglich, unser Produkt so zu positionieren, dass wir in diesen Workflow optimal integrieren können. Und das ist ein Kernerfolgsfaktor für unser Produkt und unser Unternehmen, dass wir sehr nutzerzentriert denken und entsprechend auch die Produkte umsetzen. Künstliche Intelligenz ist akzeptiert bei den Nutzern. Jeder versteht, dass das die Zukunft ist, aber niemand weiß Status heute so recht, wie man künstliche Intelligenz on the long run nutzen wird und wie künstliche Intelligenz auch in klinischen Arbeitsabläufen entsprechend genutzt werden kann. Wir wollen gerne künstliche Intelligenz so nahtlos in den Workflow integrieren, dass der komplette Nutzen, den KI schaffen kann, tatsächlich auch zum Tragen kommt und entsprechend umgesetzt wird in den Workflows. Um KI wirklich effizient entwickeln zu können, braucht man eine gute Roadmap und einen guten Plan. Das heißt, man muss sich erstmal überlegen, welches Problem möchte ich denn eigentlich adressieren und dieses Problem auch validieren. Ist denn das wirklich ein tatsächlich klinischer Mehrwert, den so ein Produkt liefern kann? Und sobald das klinisch validiert ist, muss man sich überlegen, was brauche ich denn eigentlich an Zutaten, um die künstliche Intelligenz und die Algorithmen zu trainieren. Und da geht es letztendlich um Daten, um strukturierte, gelabelte Daten, heterogene Daten, mit denen ich die KI-Algorithmen entwickle. Dann der nächste Schritt ist, sich gut zu überlegen, wie ich solche Algorithmen testen kann und letztendlich dann auch zulassen kann. Und je früher ich anfange, mir einen ganz konkreten Plan zu überlegen, ich von der Idee bis hin zur Kommerzialisierung, bei der wir natürlich sehr gerne helfen können, mit unserer Plattform DeepSeaOS, wie ich diesen Prozess durchlaufe, umso besser komme ich auch und umso schneller komme ich auch ans Ziel. Es gibt ganz viele Early Adopter und Innovatoren im Bereich der künstlichen Intelligenz in der Radiologie. Und da sehen wir in zahlreichen Beispielen schon, was für einen großen Mehrwert KI entfalten kann. Und ein ganz, ganz tolles Beispiel ist die Qualitätssteigerung im Erkennen von schwierigen Befunden. Das ist auch für Menschen nicht besonders einfach, auf den radiologischen Bildern ganz diffizile kleine Befunde zu erkennen, und da kann KI heute schon helfen.
Und das hat nicht nur für die reine Diagnostik einen riesen Mehrwert, weil die akkurater wird, sondern letztendlich auch für die nachgelagerten therapeutischen Bereiche, dass schneller interveniert werden kann, dass die richtige Therapie eingeleitet werden kann und letztendlich dann auch die Patienten-Outcomes verbessert werden können. Das ist so ein großer Bereich, die Qualitätsverbesserung. Der andere große Bereich ist die Effizienzsteigerung, wo wir auch heute schon ganz großartige Beispiele im Early Adopter-Segment sehen. Beispielsweise kann KI eingesetzt werden, um MRT-Scans zu beschleunigen. Und wie funktioniert das Ganze? Es wird auf etwas verrauschteren Bildern, die nicht so lange in der Akquisition brauchen, KI angewendet, um dieselbe Qualität mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu samplen. Und das bedeutet ganz konkret, dass die Scanzeit im MRT halbiert werden kann. Und das ist nicht nur ein toller Effizienzgewinn für die radiologische Praxis oder die Klinik, die vielleicht auch dann mehr Scans erzeugen kann in der Stunde, sondern ist auch ein ganz großer Mehrwert für die Patientinnen und Patienten. Es ist nicht besonders angenehm, in so einem MRT zu liegen. Das kennt jeder, es ist laut, es ist eng und da die Zeit zu halbieren, ist natürlich ein ganz großer Benefit. Und das sind jetzt zwei Beispiele im Bereich der Qualitätssteigerung und Effizienzsteigerung und ganz viele unzählige Beispiele sind schon jetzt im Markt präsent und wir werden mehr und mehr sehen. Ein Punkt ist ganz wesentlich im Verständnis. Es geht nicht um einen Wettbewerb zwischen KI und dem Menschen. Ja, künstliche Intelligenz wird Radiologinnen und Radiologen nicht ersetzen. Schon jetzt haben wir in dem Early Adopter Segment ganz viel Evidenz dafür, dass die besten Outcomes erzielt werden können, wenn künstliche Intelligenz und der Mensch als Team zusammenarbeiten. Das verbessert die Effizienz, das verbessert die Patient Outcomes und das verbessert letztendlich auch die Qualität der Befundung. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie sich diese Parteien annähern können, um dieses Team zu bilden. Auf der einen Seite können wir auf der Seite der Radiologinnen und Radiologen ansetzen, indem wir Vertrauen in diese neuen Technologien stärken, zum Beispiel über Education im Bereich dieser neuen Technologien. Hier sehen wir Initiativen bereits im Medizinstudium, wo sich Studentinnen und Studenten schon heute mit Themen wie künstlicher Intelligenz befassen, um so das Vertrauen und auch das Verständnis für diese neuen Technologien entsprechend aufzubauen. Auf der anderen Seite schauen wir, wie wir künstliche Intelligenz möglichst nahtlos in die Arbeitsabläufe und Arbeitsflüsse von Radiologinnen und Radiologen einbetten können. Und da müssen wir entsprechend die künstliche Intelligenz und die Software auch an den Menschen anpassen. Am Ende des Tages ist es unser Ziel, auch als DeepC, dass Mensch und künstliche Intelligenz ein starkes Team bilden. Und dafür sind wir angetreten. Hallo, mein Name ist Franz Pister. Ich bin Mediziner und Data Scientist. Ach so, hallo darf man nicht sagen. Hallo, mein Name ist nicht hallo. Ich bin Franz Pister, Mediziner und Data Scientist und CEO und Mitgründer von DeepC. Was soll ich jetzt erzählen?